Herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2 hier auf GameBox T. Jawohl. Ja, wir haben Montag und es ist Themenwoche. Themenwoche München, Münich, Minga, wie auch immer. Ja, es ist zwar noch keine Wiesn, das dauert noch eine Weile dieses Jahr, aber jetzt kommt das große Aber. Aber die Stadt ist lebenswert, definitiv. Und sauteuer geworden. Das erste Mal in München war ich mit 7 Jahren. Ja, ich war schon ziemlich alt dafür, dass das unsere Landeshauptstadt ist. Trotzdem, das erste Mal bin ich mit Geschwister und Vater mit dem Zug nach München über Nürnberg gereist. Das war sehr, sehr schön. Und wir sind dann noch mit dem Intercity von Markt Tredwitz nach Nürnberg gefahren. Ja, so lange ist das schon her, ne? Der Intercity an sich mit dem Altgarnituren, Intercity Wagenpark aus den 60er Jahren, fuhr ja dann schon seit zwei, lasst mich lügen, 2006 nicht mehr im Pegnitztal. Wenn es nicht sogar noch ein bisschen früher war. Ich wusste das mal auswendig im Kopf. Irgendwann verdrängt man das, wenn man die ganze Zeit eben Eisenbahnbetrieb auch noch unterrichtet. Also lasst Gnade walten. Wir fahren heute auf der Map München, weil es ist ja Thementag München, macht irgendwie Sinn, ne? Und zwar mit den MAN Standardbus Römisch 2. Das ist der Nachfolger oder beziehungsweise eine Aufwertung, heißt auch SG. Vom NL202, den ihr ja schon standardmäßig mitgeliefert auf Berlin-Spandau bekommt, auf OMSI 2. Ja, die Revolution in OMSI 2 war ja tatsächlich das Gelenk, die Gelenkbusse. Und wir sind immer noch sehr, sehr glücklich darüber, glaube ich. Ja, komm, Junge, schlenker hier mal ein. Wir fahren heute auf der Linie 154, die bin ich auch schon mal ein paar Mal im Stream gefahren. Stehen hier am Arabella Park. Kommen jetzt hier 184. U-Bahnhof Arabella Park, genau. Und hier endet und beginnt die U4. Die können wir aber nicht in dem Simulator fahren, denn es gibt keinen U-Bahn-Simulator München. Es gab mal einen, der war in der Entwicklung von jemandem, der hat auch schon YouTube-Videos gemacht, aber der wurde nie fertig. Ja. War wohl entfernter Verwandter von gewisser Person, die auch nie was fertiggebracht hat. Gut. Schönes Schmuckstück. Ich kann dazu großartig technisch nichts sagen, weil ich mich da nicht eben eingelesen habe. Gut, das Kennzeichen habe ich ein bisschen versaut, weil jetzt steht hier nämlich drauf MV6301, ein EMM-V6301, aber meine Fresse. Ja, damit müsst ihr halt jetzt leben können. Gut. Starten wir mal die Elektronik. Ich bin gestern Abend schon ein bisschen eine Testrunde gefahren, wo gemerkt, ich nehme die gesamte Aufnahme an einem Sonnabend auf. Deswegen fahren wir auch hier Sonnabendfahrplan. Aber das Video erscheint erst am Montag. Oh. Die Fahrerkassette. Ist das nicht geil? Da sind meine ganzen Daten drauf. Das Fahrermodul steht ja auch drauf. Eingabe fehlerhaft. 21.02 habe ich doch eingegeben. Eingabe korrekt, ja. Sind für dich. So, Arabella Park, Anfang 9:36 Uhr geht es erst los. Na, da gucken wir an. Da können wir aber uns halt ein bisschen vorschieben. Ja, haben wir dementsprechend noch minus 30 Minuten.
Oh, ich drücke da immer jetzt und immer wieder auf die Taste, immer die ich vom Flight Simulator gewohnt bin und frage mich immer wieder, warum das nicht funktioniert. Was mich halt ein bisschen aufgeregt hat oder genervt hat, das habe ich ja schon einem Kumpel gesagt, ist, dass die Matrix halt, ich weiß nicht. Die Matrix an sich halt eben schon Spuren vom alltäglichen Gebrauch hat und du hast auch eine Livery oder beziehungsweise, Entschuldigung, eine Repaint. Eine Lackierung, wie man es jetzt auch immer nennen will, schimpfen will, die halt einen Vorführer beinhaltet und in dem Vorfüller, in dem Vorführer hast du genauso eben diese Matrix, die eben etwas schon verbraucht aussieht, was ich ein bisschen traurig finde. Entweder der Vorführer kommt von bergab und ist schon ziemlich lange unterwegs gewesen, oder kommt ein Buszug, oder? Nee, das sind zwei Busse hintereinander. Ich dachte schon, der hat jetzt einen Anhänger hinten dran, aber nope. Die 183 bis nach Messestadt West. Ja, wie ich würde sagen, fahren wir langsam mal. Da müssen wir natürlich jetzt einmal ein bisschen vorspulen. Können wir erstmal den Motor starten, damit ein bisschen Luft gepumpt wird. Zündung eines mit einem Schlüssel und Motorstart hatten sie tatsächlich hier schon ein bisschen Start-Stopp. Und ach, Scheiße. Ja, ich sehe es gerade wieder, mein Lenkrad will mal wieder nicht. Dankeschön. Ganz wichtig, auch die Lüftung an. Sonst ärgern sich die Leute auch noch, dass es so kalt im Bus ist. Türsteuerung ist ganz schön, du machst einfach hier die Türfreigabe ein, hast zwei Türen, die du ansteuern kannst. Ah, ja, jetzt haben wir wieder das Problem. Sorry, ich zeig da gleich mehr. Das Problem hatte ich auch schon hier bei Beginn, als meine Lenkrad, genau. Mein Lenkrad nicht funktioniert hat. Meine Lenkrad, voll Deutsch, du. Genau, weil die 183 so ausschert, dass ich auch, wenn ich auf meinem Pausenplatz stehe, sie einfach nur behindere. Ich finde das so traurig. Ach, sogar schon mit Werbung hier im Münchner Verkehrsbetriebe. Jo, bewerbe dich. Wir suchen jetzt händeringend Leute. Als ich mich da beworben habe, haben sie mich nicht gesucht. Nee, haben sie mich abgelehnt. Wohnt ja 300 Kilometer entfernt und haben sie gesagt, nö. Müssen erstmal unsere Leute unterbringen, ne? Also hier, das geht doch gar nicht. So ein Landei wollen wir nicht. Oder Dorfkind. Mich diskriminiert gefühlt. Nein, Quatsch. Das haben sie natürlich nicht in der Ablehnung reingeschrieben. Sondern nur geschrieben, schön, danke, dass sie sich beworben haben. Leider können wir sie nicht in unser näheres Auswahlverfahren. Blablabla. Halt eben der Standardtext, ne? Fand ich ein bisschen traurig, ganz ehrlich, weil ich habe mich schon dafür interessiert hier und. Du lernst halt auch die Disposition kennen. Das ist ja das Schöne, ne? Du hast ja auch ein bisschen also schon ein bisschen Bürojob mehr oder weniger. Wobei ich jetzt sagen muss tatsächlich, oh, wie heißt das Ding? Fachkraft im Fahrbetrieb, genau. So heißt das Ding. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich bin irgendwie froh, dass ich es am Ende doch nicht gemacht habe. Ich meine, wie gesagt, du hattest halt ein bisschen so Dispo, du hättest auch in der Dispo arbeiten können, du hättest halt eben sowohl eine Dispositive als auch eben einen Berufskraftfahrerschein, ne? Das heißt, du wärst sowohl Berufskraftfahrer als auch eben. Oh, wie nennt man das denn? Verwaltungstechnisch bzw. dispositionstechnisch ausgebildet worden. Also eigentlich gar keine schlechte Sache, ne? Jetzt kann ich halt nur noch eines, Eisenbahn.
Manchmal auch ein bisschen traurig. Manchmal auch ein bisschen hemmend. Bei minus 13 Minuten nochmal ein bisschen vorspulen. Minus 4 Minuten. So, jetzt kann man langsam loslegen. Aber vielleicht auch in die richtige Richtung. Boah, ich habe das aber auch witzigerweise oder dummerweise besser gesagt hier auf meinem Lenkrad falsch verbaut. So dass ich immer wieder, wenn ich auf Drive gehe, genau in die andere Richtung spiegelverkehrt einstelle. Hier müssen wir rein. Spiegelverkehrt einstelle oder eingestellt habe, als eben hier auf dem Bus das wirklich der Fall ist. Das müsste man an der Stelle sein. So, wir fahren heute die Linie 154. Dann fahren wir halt nicht die Linie 154. Linie 154. Ich vergesse das immer, dass man nur drei Stellen eingeben muss. Route, ich denke jetzt mal eben tatsächlich die 02. Genau, Richtung Nordbad. Guten Morgen. Hallo. Grüß Gott. Heute fährt die 54 Richtung Nordbad. Ja. Coole Sache, coole Sache. So, jetzt kann ich schon richtig schön noch einen Screenshot machen. The Thumbnail. Am Arabella Park. Grüße gehen raus an meinen Vater. Nein, der wohnt nicht im Arabella Park. Habe ich lange nichts mehr von ihm gehört. Ja, das erinnert mich wieder daran, dass ich immer wieder anrufen muss, damit er weiß, dass ich noch lebe. Das möchte er immer wieder mal. Ja, ein kurzer Plausch eben familiär. Das ist schon so schön. Jetzt haben wir bald auch ein Familientreffen, das ist ganz schön. Das haben wir dann in Berlin. Bin mal gespannt, was wir da so machen, was da so geplant ist. Läuft schon. Das läuft schon. Licht an. Das machst du nämlich mit der Zündung, das ist ganz süß. Innenbeleuchtung brauchen wir nicht. Machen wir trotzdem an. Dann seht ihr das auch mal hier. Mit Innenbeleuchtung, ohne Innenbeleuchtung. Wow. Interesting. Ah, Themenwoche München. Was kommt? Ein bisschen Train Simulator, auch noch ein bisschen S-Bahn München, ne? Wer hätte es gedacht? Denn ein bisschen Trams in München. Tramsim. Und was ich nicht noch so alles irgendwie aus München rauszaubern kann. Ich habe ja auch noch ein bisschen was im PTP2, aber das ist ja eigentlich mittlerweile schon dasselbe wie Terrain Simulator, wenn ich sogar ein bisschen weniger. Irgendwas fällt mir schon ein. Ich wollte unbedingt eine Themenwoche in München machen, dann muss ich das auch irgendwie füllen, sodass eben die Woche mit den Themen von München gefüllt ist. Was heißt das? Alle 2 Tage kommt irgendein Content, der eben über eine Simulation, die in München spielt, geht. Wenn jetzt irgendjemand denkt, eben tatsächlich, weil das immer noch so viral geht und ich eben da wie die gesenkte Axt im Walde gefahren bin. Nein, es kommt nicht der Citybus-Simulator, den haue ich mir nicht nochmal hier drauf. A, habe ich den eben nur als CD-ROM, war das dann auch damals, ja, das war ja noch in. Ein Spiel auch wirklich haptisch zu haben als CD und nicht nur der Lizenzcode tatsächlich in der Hülle, im Case. Oder beziehungsweise im Cover, sorry, im Cover. Ich nutze auch immer wieder gerne falsche Termini.
Meine Azubis mache ich dafür immer rund. Ich selber darf das benutzen, so viel ich will. Ne? Das ist halt eben das Schöne, wenn man Ausbilder ist. Nee, da sollte man selber auch darauf achten, dass man auch den richtigen Terminus verwendet. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum das Lenkrad die ganze Zeit wackelt, ich stoße da immer wieder, wenn ich mich auf meinen Drehstuhl bewege, immer wieder dagegen. Boing. Boing. Jawohl, jetzt sollen wir abfahren. Und das Ding zieht auch ganz schön an, habe ich schon gemerkt. Also... Arabella Straße. Nicht das Polizeiauto mitnehmen, ne, wenn wir rausfahren. Weiß nicht, gab's da jetzt eine Ampel? Ich habe sie nicht gesehen. Oh, sehr schön ausgeholt. Schön. Nicht die... Woran erkennt man richtig guten Gelenkbusfahrer? Er nimmt die Bordsteinkante nicht mit. Mit der hinteren Achse. Woran erkennt man den sportlichen Gelenkbusfahrer? Er schleift die Bordsteinkante mit der hinteren Achse. Sehe ich auch oftmals immer wieder in Hamburg. Also weiß ich Bescheid. Ah, Hamburg-Thementag gibt es bestimmt auch noch. Dann fahren wir auch ein bisschen hier wieder S1, auch wenn die nicht so schön nachgebildet ist. Mittlerweile hat sich da ja auch ein bisschen was getan in Sachen Stellwerk Barmbek-Ohlsdorf. Ja, Barmbek-Ohlsdorf auch eigentlich schon. Also Ohlsdorf hat sich nicht viel getan, aber auch das passte ja nicht ganz in der Train-Simulator-Karte. Hasselbrook. Ja, und wenn wir das dann haben, ne, dann fahren wir noch ein bisschen hier. DT4 wurde jetzt endlich released. Der Alter hat es ja gesagt. So, müssen wir jetzt hier rein oder müssen wir auf die Straßenbahn oder nicht? Ach, ich fahre jetzt mal los. Noch geschickt gelöst hier. Ja, ich muss jetzt erstmal nicht. Nee, auf die Wiese fahren wir nicht. Also Tram, nee. Ja, ich bin die 154 schon oft genug gefahren. Nein. Merkt man das? Nein. Ein DT4 bin ich dazu noch nicht gefahren. Der fährt ja auf U1 relativ häufig noch. Auf der U3 sogar so gut wie gar nicht mehr. Das ist eigentlich nur noch DT5. Des Todes. Was ist denn da jetzt wieder los? Ja, was kann ich denn dafür? Ja, mal bekommen, weil du Standbild hast, ja. Abruptes Bremsen mag keiner. Auch nicht. Klar, natürlich geht jetzt die Ampel auf Rot. Macht Spaß. Total. Ach, guck mal, hier geht's nach... Ach, cool, hier geht's auf die A9 und auf der anderen Seite geht's zum Mittleren Ring. Ach, ist das süß. War lange nicht mehr in München. Platz. Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich sag dazu überhaupt nichts mehr. Danke München, danke um Sie.